Versuchen wir etwas anderes. Nichts. Sie hat es geschafft! Spiegel öffnen, Tempel! So scheint es, ja. Aber ich brauche Hilfe beim Einstellen. Yukol helfen! Frau Kate Walker anleiten! Perfekt, danke. Kate Walker geschafft!
Tempel mit uns. Familie schon nicht mehr. Du musst jetzt nach Hause kommen. Hör auf deine Mutter. Ihnen ist sicher klar, dass es uns schwerfällt zu verstehen, wie so eine junge, brillante Anwältin sich kriminellen Aktivitäten zuwendet. Wir haben rechtliche Schritte eingeleitet, Miss Walker. Verlassen Sie sich darauf, dabei wird es nicht bleiben. Du musst verstehen, Kate. Ich konnte nicht ewig auf dich warten. Du hast uns enttäuscht, Kate. Ich war deine beste Freundin, der du alles anvertraut hast. Wir haben uns alle damit abgefunden. Du bist fort, Kate. Verloren. Du bist tot, Kate. Tot. Kate Walker? Ist alles in Ordnung? Ja, aber ich brauche frische Luft. Können wir bitte rausgehen? Sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht? Ich will nicht unhöflich sein, aber einen Moment lang schienen Sie in einer ganz anderen Welt zu sein, Kate Walker. Gespenster. Nur alte Gespenster. Nun gut, ich bin völlig erschöpft. Ich werde versuchen, vor Sonnenaufgang noch ein paar Stunden zu schlafen. Dann warte ich hier auf Sie. Gute Nacht, Kate Walker. Gute Nacht, Oscar. Was ist jetzt wieder los? Thank you.
Ist jemand da? Niemand zu sehen. Niemand zu sehen. Sie sind draußen feucht geworden. Thank you.
Ist alles in Ordnung? Müssen wir nicht so schnell wie möglich die Brücke überqueren, damit wir in Sicherheit sind? Unsere heilige Brücke ist eingestürzt. Die neue Brücke sieht ziemlich gut aus. Warum nicht? Die heilige Brücke ist dort. Das da ist eine Zollstation. Vermutlich mit einem Polizisten und Papierkram. Nichts für uns. Etwas Bürokratie verträgt sich wohl nicht mit euren Riten und eurem Glauben? In der Tat, Kate Walker. Obwohl die Karawane im Olympiastadion den Segen der Geister erhalten hat? Wir brauchen trotzdem die Zustimmung des Wächters. Und bei dem Zustand der Brücke macht mir das Sorgen. Wer ist er? Der Wächter der Heiligen Lande, ein sehr großer Weiser. Es heißt, er sei alterlos, dass er zahllose Straußenzüge gesehen hat und schon immer in dieser Jurte dort auf der anderen Seite lebt. Er ist derjenige, der bezeugt, dass das glückliche Geschick, das die Geister uns während der Zeremonie gestern Abend gewährt haben, die Karawane tatsächlich begleitet. Kein Yukol darf den Heiligen Fluss ohne seine Zustimmung überqueren. Gilt das auch für einen Nicht-Yukol? Im Prinzip nicht. Was hast du vor? Ich gehe über die andere Brücke und schaue, was es mit dem Wächter auf sich hat. Bist du sicher, dass unsere Verfolger uns nichts mehr tun können, sobald wir am anderen Ufer sind? Ganz sicher. So verrückt sie auch sind, sie würden nie riskieren, eine kriegerische Handlung zu begehen, indem sie eine Landesgrenze verletzen. Was ist los, Kate Walker? Du wirkst besorgt. Es ist nur... Ich denke an den Rückweg, Kirk. Danach, wie wollt ihr eure Herde nach Hause zurückbringen, wenn Olga und die Soldaten auf euch warten? Immer eins nach dem anderen. Zuerst brauchen wir den Segen und die Zustimmung des weisen Wächters. Was weißt du über diese andere Brücke? Die alten Leute sagen, sie war beim letzten Zug noch nicht da. Es ist wie mit dem Land, das wir durchquert haben. Alles hat sich verändert und es ist schwer, unsere Traditionen diesen Neuerungen anzupassen. Glaubst du, sie werden euch dieses neue Bauwerk überqueren lassen? Durch den Handel, den wir unterwegs getrieben haben, haben wir Geld. Vielleicht reicht es, wenn wir den Leuten, die die Brücke kontrollieren, etwas davon geben. Worin besteht der Segen des Wächters? Er gewährt uns die Überquerung, wenn er uns für würdig hält, wenn wir die Bräuche und Traditionen befolgt haben und all sowas. Ah, verstehe. Ich schaue, wie man rüberkommt. Bis bald. Danke für alles, Kate Walker. Thank you.
Also, ich kann Sie nicht reinlassen. Kommen Sie bitte zum Schalter. Guten Tag. Oh, guten Tag, meine Dame. Worum geht es? Ich begleite den Zug des Yukoi-Stammes. Normalerweise überqueren sie den Fluss genau hier, in etwa alle 20 Jahre. Aber ihre Brücke ist eingestürzt. Und sie dürfen das neue Bauwerk nicht ohne Zustimmung ihres... Also, er ist so eine Art spiritueller Zollbeamter und lebt auf der anderen Seite. Ich muss dringend hinüber, um mit ihm zu sprechen. Können Sie mich bitte hinüberlassen? Bitte. Also nun, ich habe von diesen Nomaden gehört, aber sie leibhaftig gesehen. Ich habe diesen Posten erst seit ein paar Monaten inne. Nun... Sie müssen mir nur die entsprechenden Dokumente vorlegen, schätze ich, und ja, bitteschön. Hören Sie, die Yukoi werden hierbleiben, bis ich zurück bin. So können Sie sicher sein, dass ich so schnell wie möglich wiederkomme. Können wir also diese kleinliche Bürokratie nicht mal weglassen? Und, was passiert, wenn Sie zurück sind? In Ermangelung der richtigen Papiere werden die Yukoi Ihnen sicherlich einen beträchtlichen Anteil Ihrer Ersparnisse überlassen, um Sie für die Umstände zu entschädigen. Wovon reden Sie da, meine Dame? Bargeld. Jede Menge Bargeld. Damit Sie einfach woanders hinsehen, während Sie die Brücke überqueren. Ah, also dann muss ich nur sehen, was mein Vorgesetzter sagt, wenn ich ihn anrufe. Wie man uns immer sagte, Regel Nummer 1, immer den Vorgesetzten informieren. Und Regel Nummer 2, im Zweifel kommt Regel Nummer 1 zur Anwendung. Der Kern der Sache ist eigentlich, dass Sie Ihre Vorgesetzten nicht informieren. Sie behalten das Geld für sich selbst. Verstehen Sie? Okay. Also, ich weiß nicht, ob ich das tun kann. Natürlich dürfen Sie es keinem erzählen. Aber denken Sie mal nach. Mit so viel Geld können Sie sich zur Ruhe setzen. Stimmt. Also gut, in Ordnung. Sie müssen jedoch das Wasserrad im Fluss in Gang setzen. Um die Brücke zu aktivieren, damit ich sie hinüberlassen kann. Ihre Gruppe besteht aus so vielen Leuten, dass ich meinen Posten nicht verlassen will. Das ist nicht nötig. Ich habe mich schon um den Motor gekümmert. Sie haben was? Aber Sie hätten fragen müssen. Geben Sie zu, das hat uns Zeit gesp... Naja. Ja, das stimmt. Also sagen Sie mir, wenn Sie hinüber wollen. Wissen Sie, ob auf der anderen Seite noch jemand ist? Also, eigentlich war ich noch nie dort. Ich bin nicht berechtigt. Es ist ein anderes Land. Von hier aus habe ich noch nie jemanden gesehen, außer dem verrückten Alten, der dort lebt. Die Person, die in der Jurte dort auf der anderen Seite lebt? Ja, er ist ein kleines mein Grenzkontakt, wie es im Handbuch steht. Kennen Sie ihn persönlich? Also, ich habe ihn noch nie vor Nahem gesehen, weil er auf der anderen Seite ist. Klingt logisch. Und um ehrlich zu sein, es ist irgendwie... Manchmal tauschen wir mit Hilfe der Seilrutsche, die sie beim Bau der Brücke über den Fluss gespannt haben, Vorräte aus. Der alte Kerl hat eine Vorliebe für Schnaps. Also schicke ich ihm gelegentlich Wodka. Nur um gute nachbarschaftliche Beziehungen aufrechtzuerhalten, wie man so sagt.
Warum ist die alte Yukol-Brücke, die vorher hier war, zerstört? Ich habe gehört, sie war nicht allzu stabil. Sie brauchten etwas Effektiveres zur Kontrolle der Grenzen. Und das heißt? Also, wie Sie sehen, ist sie aus zwei unabhängigen mobilen Komponenten. Und ich bin derjenige, der sie hier aktiviert. Also ist es die sicherste Grenze der Welt. Jedenfalls sagen das meine Vorgesetzten. Nichts für ungut, aber Sie wirken etwas zögerlich. Wann haben Sie hier zuletzt jemanden gesehen? Ja? Also, um ehrlich zu sein, ich bin hier seit 6 Monaten und in der Zeit war nie jemand da. Keine Menschenseele. Niemand. Also rede ich nicht viel, was man ja verstehen kann, nicht wahr? Manchmal angle ich, um mich zu beschäftigen. An manchen Tagen rede ich mit den toten Fischen. Verstehe. Also, ich gehe auf die andere Seite. Okay. Ja, okay. Gehen Sie an den Anfang der Brücke. Ich bringe Sie dann rüber. Ja, das ist sie, Kate Walker. Die, die ihr altes Leben hinter sich gelassen hat. Sie läuft weg und bleibt nicht stehen. Eine Reisende ohne Ziel. Ist alles in Ordnung? Die Geister erzählen mir von dir, Kate Walker. Die Geister? Manchmal schützen sie einen, manchmal überlassen sie einen seinem Schicksal. Es ist schwer zu verstehen. Sie sagen mir, dass Kate Walker einen neuen Zug der Yukol und ihrer Strauße begleitet. Das stimmt. Die Yukol brauchen ihren Segen, um über die Brücke zu können. Sie sagen, du bist in Gefahr. Die Geister warnen vor Gefahren, dann kommen sie sich wichtig vor. Ja, wir werden verfolgt. Und das bedeutet, es ist umso wichtiger, ihre Genehmigung zur Überquerung zu bekommen. Aber zuerst gibt es eine Prüfung. Geister lieben Prüfungen. Und es müssen Geschenke gemacht werden. Du darfst schenken, was du willst. Hauptsache, es ist Wodka. Also, sind die Geister bereit, die Zukunft des großen Yukol-Zugs für ein bisschen Alkohol zu riskieren? Ich erledige das Trinken. Und durch mich werden die Geister besoffen. Dann sind sie in sehr guter Stimmung. Und dann lassen sie uns durch? Ihr müsst auch die Beschwörung rezitieren. Und dann kann die Karawane weiter in die Heiligen Lande ziehen. Können Sie mir mehr über die Beschwörung sagen, die wir rezitieren müssen? Es ist ein Gebet zu den Geistern, das von Schamane zu Schamane weitergegeben wurde.
Und was für ein Gebet? Die Geister brauchen Zeichen. Sie verstehen die Sprache von Feuer und Rauch. Es ist zu hoffen, dass Kate Walker alles Nötige auf der anderen Seite des Flusses findet. Die Überreste vergangener Züge sind noch dort. Aber die Geister offenbaren erst nach der Wodka-Opfergabe alle Geheimnisse. Wenn es ums Geschäft geht, sind die Geister sehr kompromisslos, Kate Walker. Der Alkohol, den Sie brauchen. Wo bekomme ich den? Das sollte kein Problem für dich sein, Kate Walker. Die Geister haben keine bevorzugte Marke. Haben die Geister noch etwas über mich gesagt? Sie sprachen von deinen Tugenden, die dein Verderben sein könnten. Sieh dich vor, Duke! Ist das alles? Prüfungen machen uns stärker. Ihre Geister hören sich wirklich gern reden, was? Na dann, ans Werk. Ich suche Ihnen etwas, mit dem Sie Ihren immateriellen Freunden zuprosten können. Die Geister sind auch sensibel, Kate Walker. Sie lassen sich nicht gern auslachen. Worauf wartet er? Los doch. Was ist denn das Problem?
Nichts. Frau Katerwocke gesehen? Heilige Steppen direkt vor uns. Olli Lenser! Nach Fluss ist Stamm in Sicherheit. Wie fühlen Sie sich, Frau Ayahuasca? Trance von Zeremonie, gefressen Kraft.
Also Schamanin, sehr schwach. Tut mir leid, Sie in Ihrer Erholung zu stören, aber es gibt ein Problem mit dem Wächter auf der anderen Seite der Brücke. Was für Problem? Will Sprit für Geister? Wodka, Sprit für Geister! Nein, ich meine ja, aber den habe ich schon besorgt. Aber er will, dass ich eine Art Gebet rezitiere, damit der Stamm den Fluss überqueren kann. Können Sie mir mehr darüber sagen? Frau Kate Walker muss Rauchsignale machen. Mit alten Maschinen der Ahnen. Was für Signale? Ayahuasca nutzt manchmal Open. Yukol-Symbole.